Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff und heute machen wir eine wunderbare Übung, eine wunderbare Meditation, wo es vor allem um das Öffnen des Herzens geht und um das Lösen von Herzblockaden. Wichtig ist einfach nur, wenn du am emotionalen Zentrum, am Herzen mitarbeitest auch, dass du immer die Erdung nicht vergisst. Das heißt, dass da nicht irgendetwas aufsteigt wie Wut oder Enttäuschungen, also alte Sachen, sondern dass da immer eine klare Erdung da ist. Und das werden wir heute mal etablieren, bevor wir wirklich dann so das Herz öffnen werden. Und wir werden da heute auch so mit geistigen Helfern, Führern arbeiten. Und du schaust einfach mal, wie es dir geht und was du da mitnehmen kannst und was du da wahrnehmen kannst. Gut, dann starten wir einfach mal. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich und wirst ruhiger und immer ruhiger. Und spür jetzt einfach mal Weichheit. Das kann ein kuscheliges Bett sein. Das kann irgendetwas, das weicheste, der weicheste Stoff, den du dir vorstellen kannst. Denk einfach mal Weichheit, weich sein. Und du sinkst da wirklich in so ganz angenehme Laken zum Beispiel rein, ein frisch gemachtes Bett. Und das ist ein wunderbar, herrlich, weiches Gefühl. Da kratzt nichts, da ist nichts hart und du bist von Weichheit umgeben, eingebettet. Und wie du dich so fallen lässt in diese Weichheit, da erlaubst du dir einfach mal so tief zu seufzen, einfach mal loszulassen. Und nun erlaube dir mal, da vielleicht auch Farben, die zu dieser Weichheit passen, zu visualisieren. Vielleicht etwas Helles, Pastellfarbenes, vielleicht rosarot. Und erlaube dir jetzt auch mal, einen Duft wahrzunehmen, der dich noch mehr entspannt, der dich noch mehr öffnet und weich macht. Vielleicht Rosenduft, vielleicht der Duft deines Lieblingsparfums. Und du gestattest dir jetzt, dass du dich fallen lässt. Und was bedeutet es, fallen zu lassen? Alles Verspannte, überall wo Anstrengung in deinem Körper ist. Und du kannst dir das so vorstellen wie Luken, die zu sind. Luken im Kopf, im Hals, im Herzen, im Magen, im Unterleib, im Wurzelchakra. Und das sind wie Schleusen und die machen jetzt einfach auf und zwar nach unten hin auf. Es ist wie Wasser, das durchfließt vom Kopf runter in den Hals, Hals öffnet sich runter ins Herz, Herz öffnet sich runter in den Solarplexus, Solarplexus, Magen öffnet sich runter ins Becken, Becken öffnet sich runter ins Wurzelchakra, Wurzelchakra öffnet sich und es fließt alles Gestaute in die Erde ab. Ganz einfach dadurch, dass du loslässt. Und du spürst einen Fluss vom
Kronenchakra runter bis zu den Füßen. Es fließt einfach nur Energie ab. Aufgestaute Energie löst sich. Und dadurch, dass du diesen Druck in die Erde abgibst, spürst du auch, wie sich deine Beine und auch dein Wurzelchakra verwurzeln. Wie sich die ganz tief in die Erde hineingraben und wie du immer stabiler wirst. Und in dieser Stabilität spürst du, dass du nach oben hin freier und offener wirst. Und nachdem Alltagsgedanken und Alltagssorgen einfach abfließen, spürst du, dass sich Inspiration in dir regt. Inspiration in deinem dritten Auge, Inspiration in deinem Herzen. Und das bedeutet nur, dass du feinstoffliche Frequenzen wahrnehmen kannst. Und die erste feinstoffliche Frequenz, die jetzt zu dir kommt, ist einmal die Frequenz der Heilung, des Heilseins. Das ist so ein grünes Licht. Und das löst jetzt noch einmal Blockaden auch auf der körperlichen Ebene. Und diese Heilung ist wie eine Stimme, die dir zuflüstert, alles ist gut, ich bin für dich da. Alles ist gut. Ich bin für dich da. Alles ist gut. Ich bin für dich da. Und du spürst, wie du noch ruhiger wirst und wie sich auch alte, verkrustete Themen noch einmal lösen, vom Scheitel bis zu den Zehen. Und das nächste Licht der Inspiration, das jetzt zu dir kommt, ist das Licht der authentischen Kommunikation. Das Licht der authentischen Kommunikation. Und das hilft dir jetzt, deine wahren Gefühle einzuordnen, zu leben und natürlich auch auszudrücken. Einzuordnen, die Gefühle einzuordnen, zu leben und auch auszudrücken. Und in dieser Energie folgt darauf gleich eine hellrosa Kraft. Und in diesem rosa Licht, in dieser zarten Frequenz, kommt das Vokabular der Liebe zu dir, die Begrifflichkeiten der Liebe, die Nuancen der Liebe. Und für unterschiedliche Begegnungen bekommst du unterschiedliche Begriffe der Liebe, der Zuwendung, der Hingabe, der Gnade. Du spürst, wie du dich weitest und vielleicht auch zum ersten Mal Worte findest für alte, gestaute Enttäuschungen in deinem Herzen. Und dadurch, dass du sie benennen kannst, kannst du sie lösen. Dadurch, dass du ihnen Namen gibst, gehen diese Schatten von deinem Herzen weg. Und vor allem geht die Überanstrengung aus Liebe jetzt raus. Liebe überanstrengt mich nicht mehr.
Und diese Überanstrengung darf jetzt abfließen aus deinem System. Zwischenmenschliche Überanstrengung darf jetzt abfließen aus deinem System. Überanstrengung aus Liebe darf abfließen. Dies ist der Augenblick der Kraft, der Heilung und der Würde. Dies ist der Augenblick, wo du dich in die Liebe hineinfallen lässt, wo du der Liebe vertraust. Nicht der menschlichen Liebe, sondern der göttlichen. Und wo du dir auch erlaubst, diesen Aspekt des Göttlichen, dieses bedingungslose Lieben, dass diese Aspekte auch sich in deinem Leben manifestieren. Und du erlaubst dir jetzt mal in diese Frequenzen wirklich einzutauchen und sie auch in dir wirken zu lassen. Diesen Frieden, diesen Freiraum, den dir die Liebe ermöglicht. Nun lass das Licht, das sich jetzt in dir entfaltet, vielleicht nimmst du es strahlend hell wahr. Es kommt jetzt auf jeden Fall ein helles Licht auf dich zu. Vielleicht ist es auch hellrosa oder weißrosa, ganz leicht nur rosa. Aber dieses helle Licht lass jetzt bitte zu. Und gestatte dir wahrzunehmen, dass dieses Licht so viel kraftvoller ist als jeglicher Zweifel, als jeglicher Schatten hier auf Erden. Dieses Licht ist so viel kraftvoller als jeglicher Zweifel, jeglicher Schatten hier auf Erden. Und du spürst, dass du noch freier und klarer wirst. Und sämtliche Gedanken, sämtliche Frequenzen des Selbstboykotts dürfen sich jetzt mal transformieren bei dir und sich lösen. Und es darf sich jetzt in dir manifestieren, worauf habe ich denn mein ganzes Leben hin gewartet? Warum habe ich mich so abgekämpft? Es ist ja immer schon alles da gewesen. Und du spürst, wie du in dieser Hingabe, in dieser Weichheit und Sanftheit vollständig wirst. Wie dein Seelenlicht sich wieder stärker manifestiert und wie du absolut in deine Würde zurückkehrst, raus aus allen Zweifeln, raus aus allen Hemmungen. Du bist absolut in deiner Kraft, in deiner Mitte.
Und erlaube dir nun, diese Energien wahrzunehmen und ganz in diese Kraft einzutauchen. Atme tief ein und wieder aus. Und bedank dich jetzt für die Gnade, für die Liebe, die durch dich fließt, für dieses Bewusstsein. Und erlaube dir, in deiner Liebe, in deiner Kraft, ganz bewusst ins Hier und Jetzt zu kommen. Und in dieser Kraft, in dieser Energie, in dein Alltagsbewusstsein zurückzukehren. Und du nimmst dieses Licht mit, du nimmst diese Leichtigkeit, diese spirituelle Identität mit dir mit. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus und spürst, dass du Freiraum gewonnen hast, dass da Blockaden aus dir abgetragen wurden. Dass du freier und friedvoller geworden bist. Und du bedankst dich bei deinem höheren Selbst. Du bedankst dich bei der geistigen Welt. Und du kommst mit diesem Geschenk ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühlst dich vollkommen frei und berührt. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffne deine Augen, bedank dich nochmal bei der geistigen Welt. Beweg dich durch. Und fühle einfach mal nach. Wie ist es dir mit dieser Reise, mit dieser Übung gegangen? Schreib sie mir bitte gerne in die Kommentare. Und ja, wie immer, ich freue mich über einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, der vielleicht mal Unterstützung braucht. Auf diese Art und Weise mal so ein bisschen das System reinigen, Herz öffnen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliverini. Tschüss, bis nächstes Mal.